Hi, ich bin die Kim. Ich studiere Dual Maschinenbau und bin gerade im 5. Praxissemester. Ich habe mich für Maschinenbau entschieden, weil ich schon immer in der Schule gut in Mathe und Physik war. Das hat mir auch schon immer Spaß gemacht, Rechnungen durchzuführen und habe dann verschiedene Praktikas in Unternehmen gemacht, mir Maschinen angeschaut, den Studiengang angeschaut und das hat mich dann alles überzeugt. Genau, und dadurch bin ich dann auf Maschinenbau gekommen. Also wenn man Maschinenbau studieren will, muss man ein Abitur oder ein Fachabiturabschluss haben. Und in den Fächern Mathematik, Physik, Englisch und Technik sollte man mindestens die Note 2 haben und sich für die Fächer auch interessieren. Englischsprachkenntnisse wären auch gut, weil man eben nach dem Studium viel Kontakt mit Kunden hat aus dem Ausland und eben auch die technischen Begriffe alle auf Englisch sind. Das duale Studium läuft dann folgendermaßen ab, mal die Theoriephase und die Praxisphasen. Die Theoriephasen gehen immer genau 3 Monate lang, wo man dann eben am Anfang die Vorlesungen hat und am Ende die Klausuren. Dann kommt man zurück ins Unternehmen, in die Praxisphase. Und die Praxisphasen sind immer unterschiedlich lang. Meist sind die nur 8 Wochen, meist sind sie 16 Wochen. Also das ist immer unterschiedlich. Bei der Optima ist das Coole, dass eigentlich jede Maschine individuell ist. Das wird nach dem Kundenwunsch angefertigt und somit gibt es eigentlich keine Maschine, die gleich ist. Also ich stehe auch gerne mal in der Montage, wenn eine Maschine läuft und schaue mir die an, weil es einfach cool ist, wie schnell die Produkte durchfahren, wenn sie befüllt werden, wenn sie verpackt werden. Bei mir folgt jetzt noch das 6. Theoriesemester und anschließend das 6. Praxissemester. In dem schreibe ich dann auch meine Bachelorarbeit. Die schreibe ich hier bei der Optima. Da bekomme ich dann auch ein Thema von unseren Maschinen hier, wo ich dann wahrscheinlich wieder ein Modul analysieren muss, neu umkonstruieren muss oder optimieren muss. Und dann im Sommer bin ich dann auch schon fertig. Meine Entscheidung für das duale Maschinenbaustudium bei der Optima war genau richtig. Jetzt im Nachhinein betrachtet habe ich so viel gelernt. Die Ausbildung ist sehr vielseitig. Wir bekommen große Einblicke in die Maschinen. Uns wird jederzeit geholfen, wenn wir Fragen haben. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir eine Maschine anschaue, denke ich mir, cool, sowas werde ich demnächst auch selber konstruieren. Wenn euch noch Informationen fehlen oder ihr euch bewerbt, dann klickt auf diesen Link. Wir freuen uns auf euch.